Jo, der Putzmann hier. Ausgerechnet ich, der meistens irgendwas zu trinken hatte, zack, redet heute über das Problem mit Alkohol. Ich selber hab wirklich viel gesoffen. Das glaube ich ganz ehrlich. Ich hatte ein Riesenproblem damit. Ich arbeite sehr hart daran, dass ich dieses Problem beenden kann. Und ich muss dazu gestehen, das ist für mich persönlich, das ist etwas, das, was ich nie verstanden habe. Der Mensch hat immer getrunken. Nicht heutzutage, wo man sagen würde, ja, der Mensch hat viel gesoffen. Und zwar jetzt, letzten paar Jahrzehnte. Nein, schon immer. Der Mensch hat viel gesoffen. In Ägypten war Bier ein Getränk, eine Belohnung. Das wurde als Auszahlung genutzt, denn Bier hat Energie gebracht. Das war tatsächlich so. Bier bringt Energie, das ist nachgewiesen. Das ist alles nachgewiesen, dass Bier Energie bringt. Aber der Mensch hat es übertrieben. Er hat es sehr stark übertrieben. Und ich gehöre zu diesen Menschen, die es sehr stark übertrieben haben. Ich selber arbeite hart an mir, nichts mehr zu trinken. Ich möchte es nicht mehr, gebe ich ehrlich zu. Es ist nicht leicht, von Alkoholismus wegzukommen, was ich selber sehr auch gemerkt habe. Es ist immer, wann trinkt man nicht? Und es gibt Leute, die sagen, ich trinke jeden Abend ein kleines Bier. Nach Ärzten heißt es, regelmäßiger Genuss ist Alkoholmissbrauch. Ob das würde man rein theoretisch dann auf alles in die Haus setzen. Man muss die Menschen auch kennen. Wenn jetzt ein Mensch hingeht und sagt, hier, ja, ich trinke jeden Abend, aber ich kann auch mal aufhören, muss man das testen. Wenn dieser Mensch merkt, hey, ich kann nicht schlafen, ich kann nichts, komme mit mir selber nicht zurecht, dann merkst du, okay, der hat die letzten, sagen wir mal, 5 Jahre, kleine Summe, eine relativ kleine Zahl, man könnte auch 2 Jahre, das war auch sehr klein, sagen, okay, der hat die letzten 2 Jahre nichts getrunken. Schwierig. Wenn der das jeden Tag 2 Jahre lang macht, hat er ein extremes Alkoholproblem. Ich, ausgerechnet ich, viele kennen mich als diesen Mistkerl, der viel säuft, der mehr als nur säuft. Also ich habe wirklich extrem Alkoholmissbrauch verursacht, selber wegen psychischen Problemen. Denn warum schießt der Mensch sich ab? Warum trinkt der Mensch Alkohol? Warum nimmt der Mensch Drogen? Alkohol ist eine Droge. Das möchte ich jetzt. Es gibt Leute, die sagen, ja, Alkohol ist legal, das ist keine Droge. Alles kann eine Droge sein. Du kannst von Gummibärchen abhängig werden, so blöd das klingt. Warum schießt der Mensch sich ab? Gute Frage, kann man sehr schwierig beantworten. Früher, als man es noch nicht so sehr kannte, zur Steinzeit, war das so, ja, ich trinke nur einen. Ja, nicht mehr so Steinzeit. Steinzeit war das mehr vergorenes Obst. Ich esse was. Obst, weil Alkohol entsteht automatisch. Automatische Gärung entsteht auch im Obst. Ein Apfel, der mehrere Wochen auf dem Boden liegt, aber noch nicht vergammelt ist, enthält Alkohol. Das erwarten nicht viele. Niemand will es hören, niemand will es sehen. Er wird gegessen, es geht einem vielleicht etwas beschwipst, aber noch nicht betrunken. Aber er enthielt Alkohol. Die Römer tranken viel Wein. Warum? Weil sie ihn anbauen konnten. Er wurde gefeiert. Man hat viel Wein zum Essen getrunken. Man hat viel Wein zu Festen verteilt. Das war normal. Das gehörte dazu. Viele Deutsche trinken immer Bier. Warum trinken Deutsche Bier? Bier ist ein deutsches
Naturprodukt. Wir trinken Bier, weil es das bei uns gibt, weil wir es sehr gut herstellen können. Wir haben das perfekte Klima, wir haben die perfekten Möglichkeiten, wir können überall perfekt Bier herstellen. Deswegen gibt es sehr viele Biersorten auch in Deutschland. Alkohol wird es immer geben. Ich will nicht hingehen und sagen, hört auf zu trinken. Das will ich nicht sagen. Ich will daran arbeiten, dass ich aufhöre zu trinken. Aber ihr müsst euch immer dran denken, viel Alkohol wird getrunken oder viele Drogen werden zu einem genommen, wenn es einem psychisch schlecht geht. Mir ging es schon seit Jahren psychisch schlecht. Vor ein paar Jahren war das sehr extremst, was niemand sehen wollte, weil das ist der besoffene Idiot. Videos sind nicht besonders gut, aber ey, der betrinkt sich. War nicht witzig. Das war ein Hilferuf. Und ich mache hier für niemanden Werbung. Das mache ich freiwillig. Wenn man selber merkt, ich trinke mehr, als ich bräuchte. Ich rauche. Es gibt Leute, die kiffen mehr, als ich notwendig hätte. Überlegt es euch. Das klingt hart. Ich selber arbeite hart daran, auf ein gewisses Level zu kommen. Ich werde es wahrscheinlich sehr lange nicht schaffen. Nicht so. Ich kann niemals von heute auf jetzt. Es gibt Leute, die können das. Ich kann das nicht. Ich habe ein sehr großes Problem. Es gibt auch Leute, die ein viel größeres Problem haben, aber es schaffen können, sofort aufzuhören. Ich könnte es nicht. Ich habe nicht diese Psyche, das zu kontrollieren. Wenn ihr merkt, dass ihr ein Problem habt, wenn ihr merkt, dass andere ein Problem haben, sprecht sie darauf an. Ich wollte das einfach mal gesagt haben, weil ich meine Situation selber kenne. Und es ist nicht schön. Und ich glaube nicht, dass ihr es schön findet, jemanden zu kennen, der dieses Problem hat. Dieses Video war jetzt etwas länger. Auch nur für Quatsche. Aber denkt vielleicht mal ein bisschen drüber nach. Es ist nicht gut. Es tut niemandem gut. Alkohol ist zwar ein natürliches Produkt, kommt aber nicht im menschlichen Körper vor. Das muss ich immer sagen. Also dann, haut rein. Vielleicht erreiche ich den einen oder anderen. Ich, wie gesagt, versuche selber daran zu arbeiten. Ciao.